Also Party machen, glaube ich, das geht schon noch nur die nächsten Tage. Also schaut es immer ein bisschen schlecht aus. Und die ganzen Internet-Hooligans sind mir eigentlich ziemlich egal. Die können über mich schreiben, was wollen sie, kennen mich nicht persönlich. Wir stehen zu Recht am ersten Platz. Dafür bin ich einfach noch viel zu geil auf dem Fußball. Müssen ihr gefallen, sie hat schon ja gesagt. Ein herzliches Grüß Gott im Krone.at Sportstudio. Ich freue mich heute, einen echten Winterkönig bei uns begrüßen zu dürfen. Vor kurzem hat er mit Wattens die Herbstmeisterschaft fixiert. Sie haben ihn natürlich längst erkannt. Die Rede ist von Andi Dober. Hallo. Hallo, servus. Danke für den Besuch bei uns im Studio. Andi, wie war die Weihnachtsfeier? Einmal investigativ-journalistisch zu starten. Ja, also die Weihnachtsfeier war sensationell. Also es wurde uns an dem Abend jeder Wunsch erfüllt. Das war ja auch gleichzeitig die Herbstmeisterfeier, Winterkönigfeier oder wie man es nennen möchte. Ja, es war wirklich sensationell und man hat an dem Abend auch wieder gesehen, dass wir alle an einem Strang ziehen, alle in einem Boot sitzen und ja, wir wirklich eine eingeschworene Truppe sind. Wie ist es um deine Partytauglichkeit bestellt? Bist du noch in Form, wenn es hart auf hart geht? Also, Gerüchten zufolge hast du ja den 20er auch schon überschritten. Da geht doch schon ja, noch also was. Ja, also Party machen, glaube ich, das geht schon noch nur die nächsten Tage. Also schaut immer ein bisschen schlecht aus. Ja, dann schon ein bisschen zuwider. Aber ja, ich meine, da muss man halt auch den inneren Schweinehund überwinden die nächsten zwei Tage. Aber für so einen wirklich geilen Abend, wie es bei der Weihnachtsfeier war, da nimmt man mal gern einen leichten Kater in Kauf. Ein Brummschädel in Kauf. Also eine Kämpfernatur durch und durch, der Andi Dober. Und zu feiern hat es diese Saison für Wattens ja wirklich einiges gegeben. Wir haben ein bisschen was herausgeschrieben, damit auch Sie im Bilde sind. 10 Siege, 4 Unentschieden und nur eine Niederlage. Und zu Hause ist Wattens überhaupt seit März ungeschlagen. Und trotzdem, lieber Andi, sagt dein Trainer Thomas Silberberger, derzeit ist noch gar nichts Bundesliga-tauglich. Das hat er in einem Interview mit der Tiroler Tageszeitung gesagt. Meint er das tatsächlich so? Und siehst du das auch so oder ist das taktisches Geplänkel vom Trainer? Nein, überhaupt nicht. Also wir haben uns jetzt wirklich einen guten Polster geschaffen über die Winterpause. Aber ja, die ersten zwei Spiele mit Lafnitz auswärts und Ried zu Hause sind sehr, sehr schwer. Und ja, wenn wir da zweimal auslassen, ist alles wieder vorbei und wir beginnen wieder bei Null. Und ja, die 6 Punkte, den 6-Punkte-Polster auf Ried, die wollen wir natürlich gleich ausbauen. Aber der Weg ist sicher noch sehr, sehr hart und sehr, sehr steinig. Es sind noch 15 sehr, sehr schwere Spiele zu spielen. Und ja, wir werden sehen, wir werden sehr hart arbeiten. Haben ein sehr gutes Heimprogramm von unserem Fitnesstrainer bekommen, damit wir alle wieder fit und durchtrainiert in die Vorbereitung starten. Aber wie gesagt, ich bin guter Dinge, dass wir das über die Runden bringen. Zumal Ried war ja wahrscheinlich auch der härteste Gegner im Kampf um den Aufstieg ist, weil Blau-Weiß Linz ja auf den Aufstieg verzichtet oder eine Verzichtserklärung abgegeben hat. 6 Punkte auf Ried sind es also, auf den härtesten Verfolger aktuell. Ist das nicht eine Gmate gewesen für euch? Nein, überhaupt nicht. Also sie haben jetzt mit Trainer Baumgartner einen sehr, sehr guten Mann bekommen. Ich habe ihn selber bei St. Pölten gehabt. Man hat noch gesehen, dass er in Mattersburg sehr gute Arbeit geleistet hat. Ja, und wir dürfen keinen Gegner unterschätzen. Also die Liga ist sehr, sehr ausgeglichen. Und ja, bei uns war jetzt auch nicht alles Gold, was glänzt. Wir haben schon den einen oder anderen Punkt sehr, sehr, sehr glücklich gemacht. Aber ja, wir sind jetzt einmal Erster, wir genießen das jetzt. Und dann wissen wir jeder, dass nur 100% zählt und keine 99%. Und es war ja auch für dich persönlich eine durchaus erfolgreiche Saison. Ich habe mir wieder ein bisschen was rausgeschrieben. Und die Statistik, die muss ich dir jetzt natürlich um die Ohren werfen. Der Andi lacht schon, der weiß schon, was kommt. Also erstens sei zu seiner Verteidigung gesagt, 2 Tore hat er erzielt. Das ist ja für einen Verteidiger natürlich auch eine Marke. Vor allem das allererste gleich in der ersten Runde war ja ein sehr spektakuläres gegen Lafnitz. Aber jetzt kommt's, lieber Andi. 7 gelbe Karten bei 13 Einsätzen. Das ist gemeinsam mit David Kantschuler Liga-Bestwert, unter Anführungszeichen. Was hast du denn zu deiner Verteidigung zu sagen? Ja, es geht schlimmer, oder? Also, da wäre noch Luft nach oben gewesen. Ja, vielleicht 4 gelbe und 2 rote. Oder? Also es geht immer schlimmer. Nein. Aber das gehört zu deinem Spielstil offenbar. Das brauchst ja, du. Also ich brauche das und ich show meine Gegenspieler nicht, das wissen sie. Ich bin auch dafür geholt worden, dass man auch so einen Typen wie mich in der Mannschaft hat. Ich bin jetzt nicht einer, der, so wie es bei uns der Jone ist, der halt sehr viel verbal mit der Mannschaft, die Mannschaft verbal nach vorne pusht, sondern ich bin halt einer, wenn es sein muss, dann kriegt halt einmal der Gegenspieler eine von mir, dass vielleicht einmal die Mannschaft aufwacht. Bist du ein unfairer Spieler?
Weiß ich nicht, ich glaube nicht. Also, ich glaub, juckt dich aber auch nicht? Nein, überhaupt nicht. Also mir ist es egal, ob ich jetzt unfair bin oder ob sich jeder denkt, boah, der Toba ist hart oder boah, der Toba ist ja weicher. Oder das ist mir eigentlich egal. Ich habe meinen Spielstil und den führe ich schon seit Jahren so und ich glaube, da ist auch ziemlich erfolgreich. Also und damit hast du mir schon einen sehr interessanten Steilpass gelegt für das nächste Thema, das ich gerne besprechen möchte mit dir, weil Andy Toba Nona eine polarisierende Persönlichkeit ist. Nicht zuletzt deswegen haben wir Journalisten ein bisschen einen Stand auf dich, unter Anführungszeichen, weil du ja immer gut bist für einen starken Sager und du gerne mal was Deftiges raushaust. Aber das bringt natürlich auch mit sich, dass du gerade im Internetzeitalter mitunter auch angefeindet wirst. Also es ist ja auch nicht auszuschließen, dass unter diesem Interview, das wir beide jetzt aufzeichnen, auch der eine oder andere kritische Kommentar deiner Person gegenüberkommt. Was machen solche Kommentare mit dir? Erstens, wie erklärst du sie dir? Und zweitens, wie gehst du damit um? Prallt es wirklich völlig an dir ab? Also ja, auf jeden Fall. Also, ich muss ehrlich sagen, die ganzen Internet-Hooligans sind mir eigentlich ziemlich egal. Die können über mich schreiben, was wollen sie, kennen mich nicht persönlich. Oder manche glauben vielleicht, dass sie mich persönlich kennen. Oder halt meine Familie, weil auch sehr viel über meine Familie geschrieben wird. Aber ja, das ist mir wirklich ziemlich egal. Mir taugt das dann einfach immer wieder, dass ich Erfolge feiere und dass ich da meine ganzen Kritikern das Maul stopfe. Und das ist dann eigentlich schon Balsam für die Seele. Jetzt sind auch wir schon jetzt wieder bei so einem Sager, wegen derer wir dich lieben. Das war schon wieder das ist einfach eine Genugtuung, wenn man dann Erfolge feiert, wenn man erfolgreich spielt. Jetzt bin ich mit der WSG Wattens wieder Winterkönig geworden und ja, keine Ahnung, was jetzt wieder erfinden oder was jetzt wieder über mich sagen. Ist mir auch egal, ich fühle mich wirklich mit meiner Freundin extrem wohl. Wir sind vom ersten Tag sehr gut aufgenommen worden in der Rolle. Die Leute dort sind sehr, sehr offen, sehr hilfsbereit. Der Verein, ich kann nur in höchsten Tönen sprechen, von der Präsidentin, vom Sportdirektor Stefan Köck, vom Trainer. Es werden uns alle Wünsche erfüllt. Es fehlt uns an nichts und ich glaube, das spiegelt sich auch am Platz wider, dass wir eine eingeschworene Truppe sind und wir stehen zu Recht am ersten Platz. Und dabei, Vermutung von mir, kann ich mir aber vorstellen, dass dein Transfer zu Wattens ja da und dort auch kritisch beäugt wurde. Weil bei deiner vorletzten oder vorhergehenden Station Rapid 2, da hat man dir ja dem Vernehmen nach schon nahegelegt, einmal schon langsam in Richtung Karriereende, zumindest aktives Karriereende zu denken. Welche Kommentare sind dir oder dem Verein da entgegengeschlagen, als es geheißen hat, der, das darf man ja eh sagen, 32-jährige Andy Toba soll noch einmal Fahrt in Richtung Bundesliga aufnehmen? Also bei Rapid wurde ihm nicht nahegelegt, die Karriere zu beenden. Es war so, dass geheißen hat, wir wollen aufsteigen. Wir waren dann auf einem sehr guten Weg. Und dann haben sie aber gesagt, naja, wir wollen eher nicht aufsteigen und sie wollen mich halt dann schon mehr in das Trainerteam integrieren und dass ich mehr von der Bank coache. Aber dafür war ich noch nicht bereit, dafür bin ich einfach noch viel zu geil auf dem Fußball und ich glaube, jeder, der mich am Platz sieht, dass ich noch fit bin, ich bin jetzt 32, ich werde im März 33, aber ich glaube, der Ibrahimovic hat das einmal gesagt, Alter ist nur eine Zahl und das kann ich nur bestätigen. Und verglichen mit dem bist du ja fast noch ein Nachwuchstalent. Ja, in Österreich ist man, glaube ich, mit 33 auch nur Talent. Spaß. Ich fühle mich topfit, ich habe mich in der vorletzten Partie gegen Austria Lucena verletzt. Ich habe einen kleinen Muskelfasereinriss gehabt und ich habe nach 5 Tagen wieder trainiert. Also mein Körper funktioniert noch zu 100%. Und ja, ich glaube, das zeige ich auch am Platz. Mhm. Apropos Ibrahimovic, das war ein ganz gutes Stichwort. Der gute Mann ist ja eigentlich permanent in den Schlagzeilen. Aktuell allerdings wieder, weil er mit einem Transfer zu AC Milan in Verbindung gebracht wird. Und der gute Mann, der Andi, weiß, wie es sich anfühlt, gegen Ibrahimovic zu spielen. Damals als Jungrapidler hast du tatsächlich in der Champions League gegen Ibrahimovic gespielt. Was muss man über den Burschen als Gegenspieler wissen? Wie hart ist es, den zu verteidigen? Ja, also damals war er noch bei Juventus, da war er wirklich auch in einer überragenden Form. Ja, er ist ein kompletter Stürmer, er ist technisch extrem begabt, er hat einen irrsinnig guten Körper. Ja, also gegen den einen Zweikampf zu gewinnen ist nicht einfach, aber es war einfach damals als Jung eine irrsinnig gute Erfahrung. Ich bin noch einmal kurz, glaube ich, Kopf an Kopf mit ihm gestanden und der hat sich halt nur gedacht, was wüssten du von mir? Die stelle ich in meinen Garten. ja, es war wirklich sehr viel Gutes, was ich damals mitgenommen habe.
und auch an Erfahrung. Ja. Ibrahimovic hat jetzt vor kurzem sein persönliches Dreamteam genannt. Der Name Andy Dober kommt da nicht vor, so Witz, oder? Nicht? Das ist Wahnsinn. Ja, dann muss ich ihm gleich wieder entfolgen in Instagram. Das war jetzt mit eurer virtuellen Freundschaft. Das ist natürlich ein Skandal. Du hast mit Rapid natürlich große Erfolge gefeiert. Champions League, wir haben sie schon angesprochen. Ich nehme einmal an, dass damit auch ein ganz guter Verdienst einhergegangen ist. Andy Dober weiß allerdings auch, wie es sich anfühlt, vereinslos zu sein oder die Kohle nicht regelmäßig am Konto zu sehen. Welche Lehren hast du aus deinem Profileben gezogen? Und wo hättest du dir in deinem Karriereweg gedacht, dass du vielleicht einmal da und dort eine andere Abbiegespur nehmen hättest sollen? Ja, es war eine ganz schwierige Zeit, vereinslos zu sein. Ich habe damals leider auf falsche Manager gehört. Ich habe mich auch da in meiner Glanzzeit von Max Hagmeier getrennt. Das war natürlich auch ein Fehler in meiner Karriere. Habe anderen Leuten vertraut, die dann wirklich nur das Geld gesehen haben und mich irgendwohin verscherbeln wollten. Und ich bin dann im Endeffekt überblieben. Ja. Und da würde ich gerne die Zeit wieder zurückdrehen. Ich kann wirklich nur jeden raten, sich da gut zu informieren, an welchen Spielerberater man vertraut und ob der 100% der richtige ist. Das ist im heutigen Geschäft sehr, sehr schwierig, weil ich glaube, jeder Dritte am Fußballplatz ist schon ein Manager. Und da muss man sich echt Gedanken machen, vielleicht auch einmal Personen, die diese Erfahrung am eigenen Leib gespürt haben, sich mit denen zusammensetzen und informieren. Ja, weil das war schon eine sehr harte Zeit. Ja. Waren es nur die Berater in deinem Fall oder hast du selbst auch Fehler gemacht? Ja, natürlich habe ich selbst auch Fehler gemacht, aber ich war damals 24 Jahre, wie ich von Rapid weggegangen bin, ich war ablöserfrei. Ich habe, glaube ich, ein halbes Jahr vorher noch Europa League gespielt und mir dann zu sagen, dass ich keinen Verein finde, glaube ich nicht, dass das dann wirklich nur am Mitlegen ist. Also war sicher nicht so ohne. Wie sind denn so deine Zukunftspläne? Wie lange darf man dich denn noch aktiv auf dem Platz bewundern, ohne dir jetzt unterstellen zu wollen, dass du alt bist? Das will ich im Kopf spielen. Das ist das Allerletzte, was ich will. Naja, ich hoffe schon noch einige Jahre. Ich fühle mich topfit. Ich fühle mich in Tirol sehr, sehr wohl. Von mir aus kann das noch einige Jahre so gehen. Jetzt schauen wir mal, dass wir in die Bundesliga aufsteigen. Das wäre natürlich das auch eine Story, dann vielleicht wieder ins Allianzstadion zurückzukehren. Dann vielleicht wieder ins Allianzstadion zurückkehren oder am Horplatz, das ist natürlich auch wieder extrem geil. Gemeint ist natürlich die Generali Arena. Ach so, Generali Arena. So, heißt, okay, richtig, ja. Heißt. Also so viel, okay. So viel Ordnung muss das schon sein, das muss ich als pflichtbewusster Journalist schon anmerken. Okay. Ja, natürlich sind das wieder geile Erlebnisse, die ich noch einmal erleben möchte. Und dafür werden wir alles tun, Tag für Tag hart trainieren. Wir haben ein sehr gutes Trainergespann, wir haben einen sehr gut geführten Verein. Und ja, ich glaube, wenn wir da wirklich jeder an die Leistungsgrenze gehen, dann sollte man das schon packen. Hochzeit steht ins Haus, habe ich mir sagen lassen. Wann und wie und wo und warum? Warum? Weil ich bis über beide Ohren verliebt bin. Ist das herzig? Ja, ich habe mit der Fiona wirklich die Frau fürs Leben gefunden. Wir waren am 23.03. werden wir in Hall in Tirol standesamtlich heiraten. Da werden wir natürlich auch eine kleine Party schmeißen, auch mit der Mannschaft natürlich. Die sollen da mit uns gescheit feiern. Ein bisschen Gas geben. Und am 8. Juni ist dann die große Hochzeit. Wunderbar. Wie gefallen der Freundin deine Tattoos? Ja. Müssen ihr gefallen. Sie hat schon ja gesagt. Jetzt kann es nicht mehr aus. Aber es ist ein interessantes Phänomen dieser Tage. Es gibt ja kaum, ich weiß nicht, wie viele tätowierte Spieler gibt es bei Wattens? Ja, es sind schon 4-5 Spieler schon tätowiert. Ja. Warum ist das so ein Hype dieser Tage in der Profifußballer-Szene? Was hast du dafür eine Erklärung dafür? Ja, ich glaube nicht nur im Profifußball. Ich glaube generell, jeder zweite Mensch ist heutzutage schon tätowiert. Das ist wahrscheinlich eine Modeerscheinung. Jeder hat irgendwie einen speziellen Anlass oder einen speziellen Menschen oder eine spezielle Situation, die er sich vielleicht auf seiner Haut verewigen möchte. Und ja, es ist, glaube ich, jedem selbst überlassen, wie viele und wie wenige tätowiert ist. Welches dazu würdest du mir empfehlen? Was würde zu mir passen? 20.01.2019. Der Bursche. Das gehört nicht in die Öffentlichkeit, aber natürlich ein freudiges Ereignis, gar keine Frage.
Jetzt musst du uns zum Abschluss noch erklären, was du uns da für ein schönes Kapperl mitgebracht hast. Was hat es denn damit auf sich? Achso, ja, das ist ein besonderes Cap. Das ist die Winterkrone. Das machen drei Spieler von uns. Das sind der Benny, der Luki und der Topo. Drum auch Peluto. Sie haben ihr eigenes Design mit Swarovski-Steinen und ich finde das eine irrsinnig coole Idee und möchte das natürlich auch unterstützen, dass sie mit dem auch so erfolgreich sind wie beim Fußball. Und beim Kicken. Und ich finde das eine coole Sache, ja. Absolut. Also vielleicht kannst du ja auch dann noch einsteigen ins Mode-Business. Ja, auf jeden Fall. Mode ist ja sowieso auch ein Thema bei dir, nicht? Großes Thema. Ja, also ich ziehe mich halt schon gern gut gekleidet an. Du ja auch, wie man sieht. Bitteres schwarze Hemd. Da habe ich mir was einfallen lassen. Ja, aber die Haare sind dafür wieder top. Die Haare sind super. Wahrscheinlich langsam muss ich zum Friseur. So, also wir driften jetzt ab. Ich glaube, das ist jetzt das Zeichen, dass wir Schluss machen. Trotzdem war es mir eine große Freude, dass du vorbeigeschaut hast. Ich wünsche dir alles Gute. Ich kann dir als objektiv agieren wollender Journalist natürlich nicht wünschen, dass du Meister wirst, aber... Hexenkreuz unten, warum? Ich habe aber nichts dagegen. Nein, man muss natürlich Äquidistanz wahren. Ich wünsche dir trotzdem alles Gute und danke. Würde mich freuen, wenn du wieder mal vorbeischaust. Ja, bei gerne. Uns. Ich hoffe, für Sie war es auch einigermaßen unterhaltsam und natürlich auch informativ. Ich freue mich auf ein Wiedersehen. Bis dahin. Gute Nacht.